Moin Leute, willkommen bei Gymnasty Playground. Diesmal direkt aus dem Bastelkeller. Auf Wunsch eines Abonnenten, zumindest jemanden, der sich geäußert hat, habe ich dann doch nochmal hier eins meiner letzten Projekte, die ewig rumlagen. Schande über mein Haupt, Leute. Ihr wisst das doch. Wenn viele von euch wissen, dass man nimmt irgendwelche Sachen sich vor und dann spielt das Leben anders, als man denkt. Der Arma Granite EXB, also das EXB-Projekt. Fragt euch, was? Vor allem von einem Jahr oder noch länger her habe ich mir gesagt, ich möchte gerne meinen Granite, beziehungsweise den Granite, den meine Tochter auch immer gerne gefahren hat, ich möchte quasi ein 3S EXB-Modell auf die Beine stellen, bevor Arma es selber tut. Zu meinem Glück haben sie das bis heute nicht gemacht. Ne? Also, sie haben zwar von den 4S-Modellen da irgendwelche Teile EXB-Teile genannt, also die Wellen und was weiß ich und so weiter. Aber, ne? So, wir haben hier schon, ich verlinke das Video hoffentlich, sonst müsst ihr das mal gucken, suchen. Und sozusagen Part 1 oder gab es sogar zwei Parts, bin mir jetzt nicht sicher. Da haben wir schon so ein bisschen was gemacht. Also der Wagen hat auf jeden Fall die CNC-gefrästen Metalldifferenziale drin. Also sprich die Teilrad- und Triebling. Die läuft wirklich super, super schön, muss man sagen. Nicht also die, die bei den 4S-Modellen drin sind. Es gibt ja mittlerweile zwei Varianten davon. Ne? Die günstigeren und die CNC-gefrästen, wo die CNC-gefrästen teilweise billiger sind. Wir haben hier Aluminiumdämpfer dran. Ich denke mal, bei einem richtigen werden dann wahrscheinlich die Tuning-Dämpfer dran sein, die Arma ja hat. Wir haben hier 6S-Dämpfer angebaut. Da haben wir, ich glaube, das sind auch tatsächlich von verschiedenen Modellen, da habe ich mit dem Öl rumgespielt, mit Federn und so weiter. Weiß ich alles gar nicht mehr, aber war ganz okay. Also wir haben hier dicke, fette Big-Board-Dämpfer dran. Und was habe ich eigentlich noch gemacht im ersten Stage für um daraus ein EXB zu machen. Also hier ist auf jeden Fall noch ein anderer Motor drin, aber viel mehr ist gar nicht so gemacht worden. So, Bumper tatsächlich lasse ich so, finde ich so am besten. Wheelie-Bar auch. Und warum das auch so lange gedauert hat, Leute, es ist nicht so, dass ich gar nicht an das Auto gedacht habe, aber das, was gerne mal bei Arma immer wieder gesagt wird und sicherlich auch wie in diesem Fall dann mal wahr ist, ist, dass manche Teile einfach ewig lange aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar sind. So gängige Dinger, also ich meine so normale Ersatzteile kriege ich eigentlich immer, was ich irgendwie brauche, aber wenn es dann speziell wird, wie zum Beispiel die CVD-Wellen hierfür, die es als Tuning-Teile gibt, oder gerne eine komplette Zipperkupplung mit Metallhauptzahnrad, was natürlich auch so ein EXB-Teil wäre, nicht da. Oder wenn dann da, verpasst. Oder gerade passt es gerade nicht. Und ja, so. Deswegen haben wir mich jetzt im Endeffekt, werdet ihr gleich sehen, für ein paar andere Teile, die denselben Zweck erfüllen. So haben wir gleichzeitig noch ein bisschen Test drin. Ne? Wir haben jetzt also quasi schon mal geguckt, was da noch ist. Vielleicht sehen wir noch ein oder andere, was ich jetzt gerade vergessen habe. Erstes Tuning-Teil, was noch verbaut wird, das habe ich aber glaube ich schon gezeigt, ist eine Octai-Bash-Bar, die ich immer noch liegen habe. Die kriegt der Wagen auf jeden Fall drunter. Bezweifle aber, dass das etwas wäre, was ein fertiges EXB-Modell oder serienmäßiges EXB-Modell tatsächlich hätte. Aber sie kommt drunter. Karosserie habe ich jetzt Folgendes gemacht. Hinten habe ich Proline Body Mounts dran. Für vorne fehlen mir noch welche, um das zu machen. Und ob jetzt ein anderes Karosserie-System gemacht wird, ich denke mal schon, dass sie zumindestens das sind die ganzen Teile. Also könnt ihr schon mal ein bisschen gucken, was es ist. Wir gehen das gleich eben alles durch. Sieht man auch die Dämpfer mal eben, die ich verbaut habe. Und ich denke mal, die würden wahrscheinlich eher solche dickeren verbauen wie von den anderen Autos und nicht diese spitteligen Originalen. Ne? So. Also, was würde auf jeden Fall ein EXB-Modell noch so haben? Möglicherweise das hier. Das habe ich eigentlich gekauft, weil ich dachte, das ist für den kleinen Granite, den Grom. Aber das ist Aluminiumlenkung für die Modelle. So, habe ich schon mal kaputt gekriegt. Das Teil ist echt günstig. Also nicht
Eventuell ist das halt sozusagen, verschiebt das einen Schadenspunkt irgendwo anders hin, kann nachteilig sein. Fand ich ganz cool, ganz nice und ja. Könnte auf jeden Fall aufgrund der günstigen Preises in einem fertigen Auto drin sein. Was auf jeden Fall auch überfällig ist, ist, dass die ganzen Kugelköpfe aus Metall sind. Wenn die schon beim Grom aus Metall sind, könnten die bei den Reihen auch mal wieder aus Metall sein. Bei den neuen 4S sind es, glaube ich, immer noch nicht, ne? Da habe ich hier was mir von AliExpress geholt, auch schon vor Ewigkeiten. Und zwar so ein Kugelset hier, das dafür sorgen soll, dass alle ausgetauscht werden können. Gegen, ja, und dass sie rot sind, finde ich auf jeden Fall ein nice Feature. Beim Originalauto werden sie schwarz sein. Auf jeden Fall, das wird ihnen wahrscheinlich einen coolen Touch geben, muss ich mal so sagen. Dann, was wird noch sein? Querlenker werden auf jeden Fall andere sein. Gibt's von Arma nicht. Kurzzeitig habe ich gedacht, jetzt kommt das Projekt auf jeden Fall schon mal an den Start, vor ein paar Wochen, letztes Jahr irgendwann, wo der Mojave 4S da war. Da habe ich doch echt gedacht, bestimmt sind die Querlenker, die der Wagen hat, genauso lang wie die von den 3S-Modellen, wie die kurzen Querlenker der 3S-Modelle. Und habe ich gedacht, oh geil, dann kann man gleich die ganze Aufhängung nehmen. Radträger, Lenkhebel, Querlenker, die Wellen gleich mit. Hat sie mit der Mitnehmer, aber tatsächlich sind die kürzer. Die sind kürzer als diese hier. Also das wäre auf jeden Fall scheiße, das anzubohren, muss man leider sagen. Also quasi muss man sich vorstellen, ich habe hier andere Querlenker, aber damit ich auch wirklich andere Querlenker habe, habe ich mir einen Satz APM noch besorgt. Ja, diese, das ist ja wirklich, dass die besser sind als die Originalen. Und die stehen dann quasi für ja, fette, beefy EXB-Querlenker. So, Slipperkupplung. Habe ich jetzt, will ich Metall haben, aber habe ich jetzt keine Originale genommen. Und zwar eine ziemlich schwere hier mit einem fetten Stahlhauptzahnrad. Die habe ich mir von AliExpress bestellt. Ich glaube, dass das hier exakt die gleiche ist wie bei RCAWD oder RC All-Wheel Drive. So eine Tuning-Firma, die ein bisschen was machen für Arma und für andere Marken. Und die haben, ja, die sieht von denen genauso aus. Komme ich da nochmal zu den Wellen, die da noch liegen, weil die sehen nämlich auch genauso aus. Die ist wirklich schwer und massiv. Ich hoffe, die erfüllt ihren Zweck und ist besser als die Originale. War auf jeden Fall wesentlich günstiger. Also die wandert da auf jeden Fall rein. So, und auch richtig, richtig schwer sind nicht diese Originalantriebswellen. Das sind ja die, kennt man, die serienmäßigen. Die wiegen 20 Gramm. Habe ich deswegen gewogen, weil das hier werden die Antriebswellen, die ich verbauen werde. Und die sind erstmal eine coole Hommage an den Nero, finde ich, mit diesem roten Aluminium-Tube. Ah, die sind sau schwer. Die sind 40 Gramm schwerer. Das heißt, 60 Gramm eine Welle. So. Das ist aber echt krank. Das heißt, wir fügen dem Auto 160 Gramm hinzu. Ja. Ich hoffe, die sind so stabil, wie die sich anfühlen. Und breche nicht irgendwie hier leicht die Pins durch oder irgendwas, dass ich mir dann auch wieder was zurechtfummeln muss. Krass auf jeden Fall, krasse Wellen. Da ist auch noch ein bisschen was bei. Irgendwie diese Gummiringe kann man hier, glaube ich, da irgendwie drauf machen halt. Damit das nicht so klappert beim Fahren, gehe ich mal von aus. Hier sind auch noch Aluminium, rot Aluminium-Mitnehmer dabei. Und ja. War auch ein wesentlich günstigeres Set, als mir jetzt die Arma CVDs machen, weil eigentlich zwei Stück 50 Euro kosten. Das ist ja krank. Ne? So, ja. Und das hier sieht auf jeden Fall wahrscheinlich richtig heftig aus, wenn das drin ist. Ja, dann haben wir eigentlich alles gemacht. Wir haben den Antriebsstrang verstärkt. Die Centerwelle lasse ich extra so. Da kommen mir keine Aluminiumwellen rein. Das ist so definitiv so, also. Das ist ja so ein Merkmal dieser Autos und das finde ich Quatsch, die aus Metall zu machen. Wir haben bessere Dämpfer, wir haben bessere Querlenker, wir haben bessere Antriebswellen, wir haben ein paar notwendige Bling-Bling-Sachen drin und so weiter und ja, eine stabilere Karosserie, Hobbywing-Motor und dann denke ich mal, ist es auf jeden Fall, ja, habe ich endlich den Grand Knight, ach ja, hier Antriebsstange habe ich ja gesagt, Differenziale und damit habe ich dann, glaube ich, endlich den Grand Knight EXB. Am Start. Ich fange an zu bauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist auch die erste Achse quasi fertig. Ja, da sind die Rodends zu sehen und da die Antriebswelle. Die Gummis müssen rausbleiben, da sonst keine Bewegungsfreiheit da ist beim, ja, beim Federn. Ja, das ist ja dann fest, wenn dann ein Rad drauf gezogen wird, der andere Mitnehmer. Und ja, zu den Kugelköpfen, das hier geht natürlich gut.
Da, der geht extrem schwer rein. Also diffseitig. Das ist da sehr stramm. Ich habe den ein bisschen abgeschliffen, den Kugelkopf, der da hingeht. Das war, muss ich sagen, sehr nervig, das da reinzukriegen. Lässt sich da auch schwer hebeln. Hier vorne ist natürlich was anderes. Also das ist da nicht sehr das genau. Und die Plastikdinger, gerade wenn die so alt sind wie an dem hier, gehen natürlich auf jeden Fall, glaube ich, safe alle kaputt beim Rausholen. Das kriegt ihr nicht vorsichtig hin. Gut. Ich mache mal eben alles fertig, was an Kugelköpfen und Antriebswellen angesagt ist. Beziehungsweise ist er noch gar nicht fertig. Der Querlenker fehlt hier noch. Den mache ich natürlich ihm zuerst. Dann geht es weiter. Und dann gebe ich euch mal einen kurzen Zwischenupdate bei der nächsten interessanten Sache. So Leute, das ist der Stand, in dem ich jetzt bin. Ja, wie man sehen kann, die Kugelköpfe, Antriebswellen, APM-Arme vorne, hinten. Und ja, jetzt baue ich gleich die Lenkung hier ein auf jeden Fall. Na, ihr wisst, alle Schrauben von unten lösen, also die drei großen, und dann kann man das wegklappen und dann lässt sich auch die Lenkung austauschen. Und die Kugelköpfe mussten auf jeden Fall Diff, das sind ja die gleichen alles, ne? Also chassisseitig habe ich die alle ein Stück abgeschliffen. Partout sind die einfach ein Millimeter oder was zu viel. Man kriegt die da nicht reingedrückt. Das ist unmöglich. Es klappt sich immer weg und schiebt sich alles weg und so weiter. In die Original-Plastiklenkung wären die, glaube ich, reingegangen. Hier in die Aluminium-Version, die mit Muttern gesichert ist. Habe ich sie auch gleich abgeschnitten, damit die besser reinpassen. Das ist halt auch voll das Gequetsche. Ne? Und übt unnötig Druck aus. Aber in Plastik wird es gehen, aber bei Alu-Version nicht. Nee. Ja, wie gesagt, die großen Schrauben von unten lösen, dann lässt sich das wegklappen. Und dann baue ich dann mal eben die Lenkung ein. Ja, und was haben wir dann noch übrig? Was noch, ja, diese ziemlich schwere Slipperkupplung muss ich noch einbauen. Ja, also mit Original-Armer-Hauptzahnrad. Bisschen leichter auf jeden Fall. Gucken, wie das hält, wie sich das entwickelt. Und oh, ja, zum Schluss die Octai-Bar drunter. Und ja, dann ist der Wagen auch so grob fertig. Ich muss mir noch besorgen, habt ihr vielleicht hier hinten gesehen, hier ist ein Bruch zwischen. Den habe ich aber absichtlich verursacht mal für ein anderes Projekt. Das sind ja die Karosseriehalter der ursprünglichen 4S-Modelle. Und vorne möchte ich das auch noch so haben. Jetzt habe ich ja vorne Bodypost und hinten die Drehdinger vom Poline. Ist ja möglich, dass irgendein anderes Karosseriesystem irgendwie mal für diese Autos kommen würde. Und das haben sie jetzt ein bisschen rumexperimentiert mit versteckten Body Mounts, mit wie der Granite Grom das hat und so weiter. Und halb Donner geschoben, halb Body Klipse wie beim Big Rock, der immer noch nicht da ist. Ja, ich warte auf die weiße Version. Habt ihr schon mal eine weiße Version in Deutschland gesehen? Also irgendwie schon da was nicht. Ganz merkwürdig. Und ja. Ich habe noch einige Kugel. Oh, sorry Leute, es ist morgens. wo ich hier das aufnehme jetzt. Ich habe noch einige Kugelköpfe übrig. Muss ich mal gucken. Und zwar sind das ja diese hier alle. Und ich gehe mal davon aus, dass das sind die für die Dämpfer. Und diese hier. Ja, wo? Servo, irgendwie in der Servolenkung. Und eine des Servos möglicherweise. Ich gehe davon aus, dass die beim Servo irgendwie hingehören, gucke ich mir nochmal an. Und das sind die ja von den Dämpfern. Jetzt haben wir hier ja aber halt die 6S-Dämpfer dran. Ja, deswegen werden die hier nicht installiert werden. Ja, mal gucken. Ich habe ja noch ein paar andere 3S-Modelle, vielleicht installiere ich die da irgendwie auch noch einen Satz davon. Schauen wir mal. Gut, Leute, es geht weiter. Also für die, die das nächste Mal irgendwas gefragt haben. Ne, das Ding ist ja, die sind speziell halt aufgebaut, die Autos. Und wenn wir jetzt hier die beiden langen Schrauben rausnehmen und diese hier, die hier fehlt sowieso schon, aber die hat damit nichts zu tun im Moment, dann lässt sich die Sektion hier wegklappen. Dann kommt man auch an das Differential ran. Und dann so kann ich auch halt die Lenkung beim austauschen. So, ich denke mal, es interessiert noch ein paar von euch. So, das ist das sehr günstige Tuning-Teil. Wie gesagt, 5 bis 10 Euro oder irgendwie sowas. Und das ist dann das Originalteil. Ja. Ist schon hier in diesen Bereichen super dünn. Weiß jetzt tatsächlich nicht, Leute, ob das irgendwie schon mal irgendwie verbessert wurde. Ob wenn ihr jetzt euch ein jetzt aktuell, wenn es denn lieferbar ist, ein 3S-Modell holt, ob dann dieses Teil irgendwie schon massiver ist. Keine Ahnung.
Aber das Ding ist auf jeden Fall massiv genug, würde ich sagen. Ne? Also das ist definitiv eine vernünftige Verbesserung, würde ich mal behaupten. So, jetzt können wir auf jeden Fall einen der leichtesten Umbauten hier machen. Gehe ich mal von aus. Kappe ab. Slipperkupplung raus. Den raus. Ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen benutzt aus, so wie es sein sollte. Ja, also ich habe mit diesem ganzen Teil nicht so die Hoffnung, aber mal schauen, wie sich das so verhält, würde ich einfach mal sagen, ne? So. Was mache ich denn hier? Habt ihr euch auch gerade gefragt, ne? Was macht der denn da? Ist der behindert? Lager ist dran. Muss er da rein? Ja. Ich wollte nur wissen, ob ihr das auch merkt. Ist klar. Gut gemacht, Leute, auf jeden Fall. So. Das Lager kommt dann da drauf. Und dann. Ja, und für die, die sich wahrscheinlich gefragt haben, oh, warum zeigt der denn nie, dass er schraubt und so weiter. Ich persönlich. Dann sollte man auch den Drehmomentschutz anhaben. Ich persönlich mag das nicht so, muss ich sagen, sondern die hier. Das Schrauben immer irgendwie zu sehen. Auch ja hier. Ab und zu mache ich das ja wirklich mal, dass ich hier beschleunigt das eben noch reinschneide. Ich habe das lieber beim Schneiden auch diese Parts. Ich meine, ihr wisst, dass ich da schraube, logischerweise. Aber das jetzt irgendwie sehen muss. Also ich lege da keinen Wert drauf, wenn ich das im Video sehe und finde es auch teilweise ein bisschen nervig. Aber das ist der Grund, falls das irgendwie sich einer gefragt hat. So, jetzt haben wir hier auch Metall-Hauptzahnrad drinne. Das heißt, Endspurt, Leute. So, Leute, das ist ein gutes Gefühl. Endlich ist das Projekt erstmal abgeschlossen, nachdem er lange, lange im Schrank lag. Der Granite 3S EXB. Ja, EXB natürlich einfach so genannt, ist klar. Weil er jetzt hier vollgestopft ist mit Tuningteilen. Alles, was man sich vorstellen könnte, was eventuell bei einem fertigen, von AMA rausgebrachten 3S EXB Modell verbaut sein könnte. Sowas denke ich mal nicht. Eher ein stark verbessertes Chassis. Ja, aber auf jeden Fall querlenkertechnisch würden sowas machen. Radträgertechnisch eventuell auch. Da hatte ich ja gehofft, dass ich mit den Teilen des Mojave irgendwas machen könnte, aber das passte alles nicht so ganz. Ja, auf jeden Fall Aluminiumdämpfer, die AMA selber für das Auto auf jeden Fall rausgebracht hat. Hier sind 6S-Dämpfer drin, die verbessern Antriebswellen. Da habe ich hier mal was anderes ausprobiert, die sehr ähnlich sind zu den RC All-Wheel Drive, nicht Four-Wheel Drive, All-Wheel Drive Wellen. Die CNC-gefrästen Metalldifferenziale sind hier drin. Und wobei da wahrscheinlich dann da die drinne wären, die auch die 4S-Modelle hätten, wenn sie das machen würden. Metall-Hauptzahnrad und so weiter. Mitteldiff glaube ich nicht, dass es in diese 3S-Reihe mit reingehen wird. Ja, Karosserie natürlich eine, ja, verstärkte. In diesem Fall, ich muss mir nochmal Decals dafür besorgen oder wir lassen den so Stealth-Bomber-mäßig, das weiß ich noch nicht. Mal schauen, ich würde da wahrscheinlich eine Karosserie kaufen und die Original, die Aufkleber einfach hier rauf machen und fertig. Damit das die Originalen sind. Mal gucken, ob ich das tue. Ja, so mal gucken, wann wir ihn denn fahren können so und mal richtig die Kante geben. Bin ich gespannt und ja, wie gesagt, endlich fertig. Und ja, noch zu den Teilen, die ich verbaut habe. Also dieses Kugelkopf-Set, wie gesagt, musste man ein bisschen bearbeiten. Auch die beiden kleinen Einzelnen, die waren tatsächlich für das Servogestänge unten. Und witzigerweise waren die nicht komplett durch. Also auf der einen Seite war das Loch kleiner als auf der anderen Seite. Obwohl er ja eine Schraube durch muss. Also da muss ich mit einem 3 mm Bohrer nochmal eben nacharbeiten. Sehr merkwürdig. Ja. Kostet aber auch irgendwie nichts. Aber ja, wir haben jetzt auf jeden Fall überall ja, bling bling Kugelköpfe an den wichtigsten Stellen. Und ja. Ich bin gespannt. Gerade auch die Nicht-Armer-Teile, wie die sich hier drin schlagen werden, die wir jetzt doch verbaut haben, um das Projekt zum Abschluss zu bringen. Danke nochmal an den Abonnenten, der vor ein paar Wochen geschrieben hat, ja, aber geht das Projekt endlich mal weiter? Ich möchte wissen, wie der fertig wird. Hier ist er fertig. Ich habe es endlich gemacht. Und ja,
Ich danke fürs Zuschauen, Leute, und dann bis zum nächsten Mal.